Zum Glück gibt es ja noch ein paar Dinge, die nicht digital funktionieren. Menschliche Wärme zum Beispiel, miteinander tanzen oder singen. Ja, was macht eigentlich ein Chor, der nicht mehr singen darf? Und noch dazu in einem Jubiläumsjahr. Der Winsbacher Knabenchor, der wurde gleich nach dem Krieg 1946 gegründet und ist mittlerweile weltweit bekannt. Die Jungs, die können auf Konzertreisen in die Vereinigten Staaten, China, Australien oder auch Afrika zurückblicken. Doch das 75-jährige Jubiläum fällt natürlich heuer etwas anders aus als geplant. Wie viele Sänger des Winsbacher Knabenchors spielt auch Oskar Nonell ein Instrument. Nach 3 Monaten Corona-Pause ist er jetzt zurück bei seinen 100 Mitbewohnern. Die Freude ist groß, doch die erste Nacht ungewohnt. Ja, man ist halt so an zu Hause dann gewöhnt und dann ist wieder etwas neu. Also jetzt nicht negativ, aber es ist halt wieder etwas neu und man muss sich wieder neu umgewöhnen, weil das so ein langer Lockdown dann war. Jeden Tag übt Oskar im Internat. Für die Schule, den Gesang und den Kontrabass. Das haben auch schon seine Vorgänger so gemacht. Gegründet wurde der Chor 1946 von Hans Tamm. Und jetzt die Soprane. Über 3 Jahrzehnte hinweg leitete dann Karl Friedrich Behringer die Winsbacher und führte sie zu internationaler Anerkennung. Konzertreisen nach China, Australien und die USA gehören damals wie heute dazu. Vor 9 Jahren übernahm Martin Lehmann die künstlerische Leitung des Ensembles. Vieles habe sich geändert, doch eines sei immer geblieben. Das Ringen darum, dass wir ein toller Chor sind, ist immer gleich geblieben. Ja, auch der Einsatz jedes Sängers, natürlich sein Bestes für diesen Chor zu geben, ist auch gleich geblieben. Aber ich glaube, dass im Laufe der Jahrzehnte natürlich eine ganz andere pädagogische Handschrift Einzug gehalten hat. Im Archiv hat Internatsleiter Thomas Miederer auch die baulichen Veränderungen von Anfang an festgehalten. Ja, und dann ist hier ein Bild, wie es dann tatsächlich nach dem Krieg wieder losging. Schlafsaal mit Schlafsäle mit bis zu 24 Betten, ein Waschsalon, Waschsaal auch mit bis zu 24 Waschbecken, wo die dann halt früh und abends ihre Toilette verrichten mussten. Damals wie heute eine Kaderschmiede für Sänger, die jedoch ausgerechnet im Jubiläumsjahr durch die Pandemie ausgebremst wird. Das wird eine Herkulesaufgabe, den Chor wieder an die musikalische Qualität von vor Corona zurückzuführen. Man muss sich klar machen, wir haben 1 Jahr nicht mehr physisch als großer Chor miteinander gesungen, sondern nur in verschiedenen kleinen Ensemblen. Das kleinste Auftrittsensemble waren 16 Sänger. Damit das Jubiläumsjahr trotzdem mit der ein oder anderen musikalischen Einlage gefeiert werden kann, übt Lehmann seit dieser Woche endlich wieder im Chorraum in Winsbach, wenn auch nur im Einzelunterricht.